Servus und willkommen wieder bei einem neuen Video von mir, Mats vom Nextworks. Und heute geht es die Welt an den Kragen. Ja, wir kommen wieder auf meiner kleinen Baustelle hier in meiner Bude. Ihr wart schon bei viel dabei, wir haben den Teppich raus, wir haben neue Elektroschlitze gemacht, wir haben die wieder zugemacht, wir haben Bodenausgleichsmasse gemacht. Und so langsam sind wir endlich raus aus diesem Rohbauzustand. Danke. Weil heute geht es an die Wände, heute wird gestrichen. Und dann nehmt ihr euch einfach mit, habt so ein paar Tricks. Heute machen wir die Wände weiß. Und wenn diese Farbe trocken ist, machen wir sie farbig. Also erstmal weiß, damit die ganzen Flecken auch weggehen. Damit wir auch nur das weiß machen, was weiß werden soll, kleben wir jetzt erstmal. Und in einer letzten Videos habe ich gesagt, ich hasse es, in Decken zu bohren. Und das ist, glaube ich, auch nur so weit, nur so knapp über abkleben. Das erste, was nicht weiß werden soll, ist der Boden. Da könnt ihr jetzt einfach alte Zeitungen hinschmeißen. Nachdem das Printmedium aber tot ist, könnt ihr jetzt noch iPads auslegen. Ihr könnt auch so eine dünne Folie nehmen, aber die reißt sehr gerne. Deswegen empfehle ich, oder nehme ich gerne, einfach Abdeckschlitz. Hat den Vorteil, das kann man auch, wenn man es wieder brav aufräumt, was ich normalerweise nie mache, dann kann man es mehrfach verwenden. Ich roll das jetzt einfach aus. Ich wollte 10 Quadratmeter, ich brauche 10,42. Da muss ich irgendwo fließen. Ich hole das jetzt aus, klebe das schon ein bisschen am Boden fest. Nach dem Boden kommen jetzt Schalter, Dosen und sowas mache ich jetzt. Und wem es aufgefallen ist, der Ton war vorhin scheiße, ich habe das Mikro vergessen, aber ihr werdet es überleben. Wenn jetzt solche Sachen noch drin sind wie Schalter, da klebe ich einfach so gut wie es geht ab. Der ist eh schon schief, der wird eh noch ausgetauscht. Wenn sowas nicht drin ist, wie bei meinen frisch verbauten Dosen unten zum Beispiel, da mache ich gar nichts, da male ich drüber, weil wenn die Dose innen farbig wird, die Dose farbig. Ich könnte auch die Putzkappen wieder drauf machen, aber die sind so bröselig. Einfach so abkleben. Ja, jetzt seitlich so ein bisschen Klebeband übersteht auf die Wand, macht eigentlich auch nichts. Da kommt später noch ein Abdeckrahmen wieder drauf, der verdeckt das meistens. Bei der Tür klebe ich jetzt einfach nur einmal rings um den Rahmen herum und für die Fläche mache ich mir dann, wenn ich im Zimmer drin bleibe, schmeiße ich mir dann eine Folie drüber, mache die an zwei, drei Ecken fest, dass ich die Tür bzw. das Türblatt nicht voller Farbe klecker. Das gleiche mache ich auch beim Fenster. Und bei der Heizung sehe ich gerade, da hinten ist noch ein Heizkörper, da muss ich das gleiche machen. Fürs Fenster nehme ich mir jetzt einfach so eine dünne Malerfolie, habe ich mir auf die Breite vom Fenster ein bisschen breiter zugeschnitten und mache die mit zwei, drei Fetzen Klebeband jetzt erstmal oben fest, kann die runterziehen, unten auf die richtige Länge abschneiden. Ich packe die Fensterbank gleich noch mit ein, habe ich das auch erledigt und den restlichen Abstand nehme ich für die Heizung und dann ist das ganze Ding hier schon mal zu und am heißesten Tag des Jahres kann ich beim Streichen nicht mehr lüften. Ich freue mich drauf. So, Tür ist auch noch abgeklebt und bevor es jetzt endlich losgeht beim Streichen, habe ich hierzu noch einen coolen Tipp.
die Rolle ausgepackt ist, meistens kommt die in so einer Plastikfolie, dann fusseln die in der Regel recht gern. Und wenn ich jetzt anfange zu streichen, habe ich die ganze Zeit Fussel in der frischen Wandfarbe. Darauf habe ich keinen Bock. Deswegen habe ich mir die Rolle schon mal kräftig unter laufendem Wasser ausgewaschen. Dadurch fällt schon mal ein ganzer Haufen raus. Und jetzt gehe ich einfach mal her. Und dusche die einmal richtig aus. Das mache ich am besten draußen. Ich habe es jetzt drin gemacht, das ist eh warm genug, das trocknet runter. Und wenn die dann so richtig schön aufgeplustert ist, dann kann ich die nochmal richtig mit den Fingern durchbürsten. Ich weiß nicht, ob man es sieht, da kommen schon nochmal ganz schön viele Fussel raus. Und die wollen wir nicht in der Wand, deswegen bürsten wir die einmal aus. Und das mache ich mit der Kleinen auch noch. Und dann kann es losgehen. Jetzt, wo die Rollen auch vorbereitet sind und ich frisch geduscht, kann ich mir loslegen, mal die Farbe anzumischen. Ich habe hier noch einen alten Eimer und einen neuen. Das ist jetzt keine Markenfarbe, aber es ist Profifarbe. Ich habe mir da angewöhnt, bei der Farbe lieber etwas mehr Geld auszugeben. Das tut im ersten Moment zwar weh, aber im zweiten Moment hat man damit unglaublich viel Spaß, weil sie richtig gut deckt. Und ich fülle mir das jetzt einfach mal schnell um hier. Und was ich jetzt noch mache, das kann ich bei meiner Farbe machen, das hat mir mein Händler gesagt. Das geht nicht bei allen Farben, bei Baumarktfarben, die sind meistens gebrauchsfertig. Da muss ich das nicht machen. Ich gebe jetzt zu meiner noch 10% Wasser. Das waren 5 Liter. Da war noch ein bisschen was drin. Ich sage jetzt mal, ich mache es mal 500, rühre es mal an. Zum Anrühren könnte ich mir jetzt hier einfach das Ding hier nehmen oder ich nehme so einen Farbrührer auf den Akkuschrauber. Das geht wesentlich angenehmer. Das Ganze natürlich so lange rühren, bis es eine schöne einheitliche Masse ist und dann Werkzeug gleich wieder sauber machen. So, jetzt habe ich hier noch so ein schönes Abrollgitter. Hänge ich mir einfach rein, kann es losgehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo fange ich in diesem Zimmer eigentlich an? So viel Wand, so wenig Farbe. Ich für meinen Teil fange immer gerne mit den Ecken an, irgendwie so einen Heizungspinsel oder die kleine Farbrolle. Und ich fange jetzt einfach mal hier an, mache die ganzen Ecken und wenn ich das alles habe, mit der großen Farbwalze und der Stange, Decke durch, Wände durch, fertig. In der Regel bei mir wird ein Anstrich reichen, weil ich habe schon eine weiße Wand. Wenn die Wand nicht weiß ist, sondern eine andere Farbe hat oder noch im Rohbau ist, dann wird es wahrscheinlich 2 Anstriche brauchen. Nachdem bei mir aber später auch nochmal eine andere Farbe drauf kommt, selbst wenn da noch ein bisschen was durchscheint, kommt dann nochmal eine Farbe drauf, dann ist es nicht so nötig. Aber ich weiß jetzt erstmal durch, dass ich eine gute Grundbasis habe. Wenn ich jetzt solche Flächen habe, wo noch ein bisschen mehr Dreck drauf ist, die kann ich natürlich auch einfach schon mal mit der kleinen Rolle einfach ein bisschen vorstreichen, ganz dünn. Und wenn ich dann später mit der großen Farbwalze nochmal drüber gehe, dann wird das auch sicher decken. Aber dann habe ich zumindest da schon mal eine Grundfarbe drauf. Auf der restlichen komplett weißen Wand kann ich mir solche Schritte natürlich sparen. Die Ränder und Ecken sind gestrichen, hier auch schon über den Schlitz zum Beispiel drüber, wo ich jetzt habe ich schon ein bisschen die dreckigen Sachen schon ein bisschen vorgestrichen und ich finde, das sieht jetzt schon sehr gut aus. Und jetzt geht's ab an die große Walze, aber dann nehme ich mir die Stange hier zur Hilfe und damit geht's jetzt an die Wände, an die Decke. Und da werde ich die Kamera jetzt nicht komplett laufen lassen, weil die, wenn jetzt dreckig wird, dann bringt mich mein Kameramann um. Der will seine Kamera nämlich sauber wieder haben.
Er kann eigentlich froh sein, dass er heute nicht hier ist. Hier drin ist 60 Grad warm und es hat eine Luftfeuchtigkeit von, keine Ahnung, 90%. Es ist sehr tropisch hier, aber okay. Und nichts kommt nichts. Nachdem sie jetzt schon die Lampe verabschiedet, ist es bis zur Kamera nicht mehr weit. Ihr müsst jetzt raus. Und ich mache hier fertig und dann lüfte ich. Mir ist so unfassbar warm. Und wir sehen uns dann wieder, wenn das hier alles mal trocken ist, weil danach geht es weiter mit Farbe an die Wand. Das wird nochmal richtig spannend. Wir sehen uns dann. Ciao.